So, da sind wir wieder zurück. Ja, tut mir leid wegen der letzten Aufnahme. Ich weiß auch nicht woher die Grafikfehler kamen. War einfach ein unglücklicher Umstand, würde ich sagen. Auf jeden Fall, der gute Malet wurde von seiner Lepra-Erkrankung geheilt. Und den Schafen geht's auch gut. Beziehungsweise, ja, das ist ja das Wichtigste. Die Zäune sehen wieder aus wie ganz normale Zäune und die Hauswände haben keine Löcher mehr. Und ich bin zuversichtlich, dass das jetzt so weitergehen kann. Wollen wir es hoffen? Ja, der gute Lobart hatte uns ja eine Aufgabe zugeteilt als Tagelöhner. Wir sollten das Rübenfeld ernten. Eine epische Quest, wie ich mal anmerken möchte. Und dann machen wir das jetzt mal fix. Ist ja keine große Sache. Einfach mal hier noch ein paar Kniebeugen. Und ja. Ich frage mich auch, wieso wir das eigentlich nachts machen sollen. Aber ich denke mal, daran haben die Spielentwickler jetzt nicht gedacht. Aber das kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Eigentlich müsste man mich dann als Nachtlöhner bezeichnen. Haha. So, jetzt haben wir gleich alle Rüben. Na komm schon. Rübe. Feldrübe. Und über den Zaun. Yeah! Haben wir alle erwischt? Ich hoffe doch. So. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Ja, ich meine, die Klamotten können wir ja gebrauchen. Die geben ja auch einen gewissen Rüstungswert und Gold haben wir ja schon und Zeug zum Verkaufen auch. Also machen wir mal die Klamotten billiger, würde ich sagen. Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Gut, das höre ich gern. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Ja, gut. Dann bringen wir jetzt erstmal die Rüben rein. Schöne Alliteration. Ja, wo ist er denn? Hallo. Gibt's ja wohl nicht. Schläft die mit dem Knüppel im Bett. Hilda! Aufstehen! Was ist los? Kann ich dir sagen? Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Ja. Das ist jetzt die Frage. Nee, also ich möchte schon die Kohle haben. Ich will das nicht selber bezahlen. Obwohl, vielleicht kommt das nicht so gut an. Fragen wir erstmal nach was zu spachteln. Hast du was zu essen für mich? Morgen kannst du dir wieder was abholen. Achso. Ich dachte gerade schon wieder, aber wir haben ja gerade einen Eintopf bekommen. Okay, dann gehen wir zum Händler. Vorausgesetzt, dass er jetzt irgendwie seinen Laden offen hat. So mitten in der Nacht. Aber ich würde gern bei Tag weiterspielen, weil es ist doch wieder ein bisschen dunkel und naja. Wir sind ja jetzt nicht bei Minecraft, also Monster gibt's ja immer. Sei es bei Tag oder bei Nacht. Darf ich hier rein? Ich leg mich mal einfach. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Sehr schön. Eine Kehrtwende und aus der Tür raus. Tju.
Ja, ich denke mal, das ist legal. Ich meine, als Tagelöhner sind wir ja auf dem Hof beschäftigt. Zwar nicht fest, aber dann eben für einen Tag. Das geht schon. Okay. So, wer ist das hier? Vino. Interessanter Name. Wein. Hey, du. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Richtig so. Immer positiv denken, Junge. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobat als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein. Und ich werde Lobat erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Vino will Wein. Ja gut, haben wir schon dabei. Ging ja schnell. Hier hast du deinen Wein. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobat wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Ja, von Marlet haben wir den Wein, oder? Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Was? Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Das ist aber ungesund. Also für die Netzhaut und so. Ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Nö. Aber Marlet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Ich meine, was dich interessiert. Na gut, das Gespräch haben wir ja schon geführt. Ist das da hinten Xardas-Turm? Sieht fast so aus, ne? Krass, dass man den von hier aus sehen kann. Na gut, ich habe die Sichtweite, glaube ich, auch auf Maximum. Okay. Wir sollten eine Pfanne besorgen und das müsste der Händler sein, wenn ich mich nicht irre. Der Kanta heißt der. Hallo. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Tja, dann wollen wir uns das mal anhören. Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Nö, ja, ist kein Haken, ne? Schuld ihm lediglich einen Gefallen. Wie kommst du in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Naja, Fragen kostet ja nichts. Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir. Jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung?
Ich weiß ja nicht, macht ja nicht so viel Sinn. Wir brauchen den Schein ja eigentlich gar nicht. Wir arbeiten ja hart auf dem Hof. Und wir wissen ja, dass wir dann mit diesem kleinen Trick mit der Bauernkleidung und den imaginären zu reparierenden Werkzeugen für den Schmied in die Stadt reinkommen. Also, tja, weiß ich jetzt auch nicht. Naja, vielleicht können wir das Teil ja noch anderweitig gebrauchen. Klar, immer her mit dem Wisch. Hier, sei vorsichtig damit, er ist sehr wertvoll. Eins noch, denk nicht einmal darüber nach, dein Wort zu brechen. Als Händler habe ich einen sehr großen Einfluss in der Stadt. Es würde dir nicht bekommen, glaub mir. Du willst mir drohen, Junge? Du willst mir drohen, ja? Aufpassen. So, er nimmt noch die Pfanne. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Boah, heftiges Teil, Langschwert, 85 Schaden. Haha. Piratensäbel. Edes Kurzschwert, das ist natürlich super. Aber alles so teuer, nee. Erstmal nur die Pfanne. Okay. Ich muss weiter. Von mir aus. Von mir aus. Junge. Leicht arrogant, der Typ. Kann das sein? Spruchrolle. Liegt die einfach mal hier neben so einem Karren. Und eine Hacke. Nice. Okay. Und was ist das hier? Feldknöterich. Guckt gerade einer. So, schnell. Okay. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. War ja auch nicht auf dem Feld, das Teil. So, back to Hilda. Über das Schaf, ja. Verdammt. Die laufen immer aus dem Weg. Sollten wir mal so einen Hürdenparcours erstellen hier. Toll, jetzt springt er einfach nicht. Habe ich mich drüber geruckelt sozusagen. Drüber gelaggt über das Schaf. So. Hilda ist in der Küche. Hey. Die hat doch eine Pfanne. Will die mich verarschen? Okay, hey, wir müssen anscheinend asozial sein und die vorher um das Geld bitten. Na gut. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Gut, hier ist deine Pfanne. Hier ist deine Pfanne. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Hast du was zu essen für mich? Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Bist ein guter Kerl. Yum, yum, yum. Ein Buch. Geht nicht. Okay, dann haben wir uns ja jetzt echt nützlich gemacht. Fragen wir mal den guten Lobert. Hey. Ey, Alter. Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 30 Goldstücke. Billiger wird sie nicht. Wieso? Ich könnte noch 3 Jahre auf dem Hof arbeiten, oder? Vielleicht kriege ich ihn dann für 29. Na gut, schlagen wir zu. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Na gut. Dann wollen wir uns mal neu einkleiden. Truhe. Bauernkleidung. Oh, das ist aber billig. Also Wert 80.
Da haben wir ja echt was gespart. So. Na, schick, schick. Sehr schön. Kleider machen, Leute. Jo. Gut. Dann zurück zur Straße. Bauer, Bauer. Jawohl. Ach komm. Ich könnte nicht am Zaun vorbeifliegen, sehr interessant. Kein Mistvieh weniger. Das war doch geschickt gemacht, oder? Müsst ihr zugeben. Schön angelockt und dann den Critical und die Viecher gefinished. Ohne Gnade. Einfach nur mit Kalkül. Oh, was ist das denn? Steht er da am Wegesrand? Na, einfach mal frontal. Psst. Hey du, komm mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es noch mal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Ja. Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, einen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen, hab ich recht? Einen Weg zu finden? Also das, muss ich sagen, das ist falsch, das müsste heißen wegen der Stadtwachen, aber wir wollen mal nicht so sein. Wegen der Stadtwachen? Aber er sagt es ja, richtig. Schon eine Idee? Mal gucken, spielen wir mal alle Möglichkeiten durch. Als Kräutersammler würdest du in die Stadt kommen. Was? Sehe ich etwa so aus, als würde ich im Wald Blümchen pflücken? Weiß ich nicht. Ich habe hier einen Passierschein für die Stadt. Ach so. Ich soll jetzt so tun, als wenn ich ein Bürger der Stadt wäre, oder wie? Jetzt guck mich doch mal an, Junge. Dort glaubt mir doch keine Sau. Wie wär's mit Bestechung? Tja. Wenn das bei mir funktionieren würde, hätte ich das sicher schon versucht. Meine Güte, den kann man es aber auch nicht recht machen. Jetzt haben wir gerade die Bauernkleidung, die einzige verbliebene Option. Ist gerade hart erarbeitet, jedenfalls in Rabatt. Ey, es darf doch nicht wahr sein. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Naja, gut. So, da sind wir wieder zurück. Das Spiel ist mal wieder verreckt. Ich vermute einfach mal, ich muss es demnächst wieder neu installieren. Oder so bald wie möglich am besten. Weil das scheint doch nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel zu sein. Wenn das einfach zu lange installiert ist. Hat mich das Vieh doch noch erwischt. Nichts zu holen. Die Bluteinstellungen sind aber echt extrem. Also verliert da irgendwie 3 Liter auf den 2 Metern.
So, da ist der Greg wieder, der Gute. Der hat ja echt ein Tempo drauf. Amazing. Amazing. Aha. Bin ich mal gespannt, ob der überhaupt aufgehalten wird von den Stadtwachen oder ob der nur gelabert hat. Nee, ist klar. Lass den einfach durchlatschen, ne? Mich werden sie gleich sicherlich aufhalten. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich muss sagen, ich freue mich schon drauf, denn jetzt geht das Spiel erst richtig los. Ne? Wenn man in die Stadt kommt. Die große, weite Welt und so. Alles klar. Dann bis dann.